Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist Mittwoch, ich bin wieder der Ben. Und diese Woche haben wir das Thema generelle Veränderungen nach dem Outing. Genau, es ist sehr früh morgens, deshalb häng ich irgendwie so komisch in meinem Bett. Ich muss gleich zur Uni und bin dann den ganzen Tag unterwegs, weil wir heute Coming Out Day haben und es dazu einfach bei mir in der Nähe so eine kleine Aktion gibt, wo ich dann später hingehe. Ja. Veränderungen nach dem Outing. Ich fange einfach mal ganz vorne an. Nach dem inneren Outing war bei mir so, dass ich halt mega, mega viel darauf geachtet habe, mit welchem Pronomen ich angesprochen werde. Und, was heißt, es ist anstrengend, aber das ist extrem nervig, wenn du noch nicht geoutet bist. Aber du selber unglaublich darauf achtest, welche Pronomen verwendet werden und dementsprechend selbstverständlich immer das falsche Pronomen verwendet wird. So. Das ist so anstrengend einfach. Gleichzeitig denke ich mal, bin ich aber auch selbstbewusster geworden. Warum genau, kann ich noch nicht mal sagen. Also ich finde es logisch, wenn man nach dem generellen Outing selbstbewusster wird, wenn man ja dann noch in der Rolle lebt, in der man leben möchte und sich damit einfach auch schon identifiziert. Aber ich meine, ich bin halt auch einfach nach dem inneren Outing schon selbstbewusster geworden. Meine einzige Erklärung dazu ist halt, dass man dann einfach schon so ein bisschen seine... Ja, wie sage ich das jetzt, dass man weiß, was falsch ist sozusagen. Und dann halt eben merkt, man muss lernen, damit umzugehen oder irgendwie so. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber irgendwie so, keine Ahnung. ich finde es aber auch gleichzeitig schwierig, selbst festzustellen, inwiefern man sich durch das Outing verändert hat. Aber, mir ist nur noch eine Veränderung aufgefallen, eine körperliche Veränderung. Ich überlege gerade, ich weiß nicht von mehr Veränderungen nach dem Outing, aber die Psyche macht auf jeden Fall ziemlich viel und ich habe das schon öfter gehört, dass das vorkommen soll. Und zwar habe ich das Gefühl, dass ich nach dem Outing einfach ein bisschen mehr Flaum habe. Also, keine Ahnung. Mir wurde auch gesagt, dass das stimmt, beziehungsweise, dass man das sieht bei mir. Da scheint die Psyche schon ziemlich viel zu machen, ziemlich geil. Genau, ich habe schon öfter gehört, dass es dazu kommt, dass man auch vor Testo, nach dem Outing, aber schon mehr Bartwuchs bekommt, einfach weil die Psyche da so einen krassen Einfluss drauf hat. Ja, fand ich ganz geil auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ich habe nachgedacht, gibt es eigentlich gar nicht so krass viele Veränderungen, die man dann so bemerkt. Also ich meine natürlich, weiß ich nicht, man ist glücklicher, weil man halt eben in dieser männlichen Rolle lebt und einfach mit dem Pronomen angesprochen wird, welches man sich wünscht. Also so Sachen halt einfach, dadurch, dass es quasi dann richtig ist, dadurch fühlt man sich natürlich dann auch einfach wohler. Das ist, denke ich mal, eigentlich so gar keine Frage. Ja, ansonsten würde mir wirklich absolut nicht mehr einfallen. Und deshalb verabschiede ich mich einfach mal und wir sehen uns dann vermutlich nächste Woche im nächsten Video. Und bis dahin macht's gut. Ciao.